Grün, grün, grün sind alle meine Pflänzchen. Freu, freu, freuen wird der Christian sie. Oh, guten Morgen, Christian. Sag mal, Michael, was soll das denn bitte sein hier? Pflanzen. Das sehe ich auch. Die Frage ist, was macht diese Menge an Pflanzen hier in diesem kleinen Büro? Ja, weißt du, ich habe gestern Abend noch mal alle Folgen von der Computershow gesehen. Und da gibt es diesen einen tollen Beitrag über Pflanzen im Büro. Dass die Atmosphäre verbessern, für mehr Sauerstoff in der Luft sorgen und so. Ja, und da habe ich mir gedacht, das wird uns auch gut tun. Wo diese Pflanzen sind, ist weder Platz für Atmosphäre noch für Sauerstoff. Man sei doch nicht so. Man braucht ja sogar eine Machete, um überhaupt zu seinem Arbeitsplatz zu kommen. Und weil ich gerade bei Arbeitsplatz bin, ja, lass dir Folgendes gesagt sein. Ich erwarte, dass wenn ich morgens hierher komme, dass mein Arbeitsplatz genauso ausschaut, wie ich ihn abends verlassen habe, ja? Aber Christian, dein Arbeitsplatz ist genauso, wie du ihn gestern Abend verlassen hast. Ach ja. Ja, bis auf den frischen Kaffee und das frische Frikadellenbrötchen. Danke. Ja. Und schau, was passiert, wenn du hier so schlechte Atmosphäre verbreitest. Sag mal, wer hat eigentlich meinen PC angeschaltet? Ja, ich natürlich, damit du gleich ohne Verzögerung mit der Arbeit beginnen kannst. Und wer kam auf die Idee, auch gleich mal alle Fenster aufzumachen, zu gucken, was da so drin ist? Das war Windows 95. Hä? Ja, Windows 95 merkt sich beim Programmende alle Einstellungen und beim nächsten Programmstart werden alle offenen Ordner wieder so hergestellt, wie du sie verlassen hast. Aha, das ist ja wunderbar. Ja. Oh Mann, wirklich, das ist nicht zu fassen. Ist was mit dem Kaffee nicht in Ordnung? Nein, nur ein bisschen stark vielleicht. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ich habe ein bisschen warmes Wasser, das tut den Pflanzen auch immer gut. Aus der Gießkanne? Ja. Ist da vielleicht auch noch Dünger drin? Christian, bitte. Ja, ist ja wirklich wahr. Oh, ne. Sag mal, diese Fenster, die kann ich jetzt alle wieder zumachen, ja? Ja. Gut, mit dem X da? Ja, du kannst sie natürlich auch einfach nur minimieren. Minimieren? Ja, das geht mit dem dritten Symbol von rechts. Diesem Strich da? Ja, genau. Ah ja. Blub. Hey, das ist gut. Blub. Und blub. Sag mal, dann gehen die alle in die Taskleiste. Genau, da gehen die jetzt alle hin. Ja. Das ist aber blöd. Weil ich meine, jetzt sind ja nur 1, 2, 3, 4, 5 Anwendungen, die da drin sind. Aber wenn es mal 6 oder 7 oder 8 sind, ist ja gar kein Platz mehr. Aber selbstverständlich. Windows 95 verkleinert diese Anzeige da unten automatisch. Also ich meine, jede einzelne Schaltfläche wird automatisch verkleinert, je mehr Ordner offen sind. Ja. Und das reicht? Ich meine, wenn es richtig viel ist? Ja, selbstverständlich. Es gibt nämlich auch noch die Möglichkeit, die Taskleiste wie ein Fenster zu vergrößern. Ah, das ist oder praktisch. Auch wieder zu verkleinern. Mhm, das verstehe ich. Ja, nicht? Gut, ja. Aber sag mal, was mich da jetzt noch interessieren würde, ist, wenn man jetzt einen kleinen Monitor hat. Also ich habe jetzt hier einen großen. Aber auf dem Notebook zum Beispiel habe ich einen kleinen Monitor. Da ist nicht so viel Platz, weil die Auflösung nicht so hoch ist. Dann ist einem aber diese Taskleiste doch immer im Weg, weil die ist ja immer vorne, liegt ja immer oben drauf, hast du mir gesagt. Das heißt, bei Windows, beim Schreiben, fehlt ja unten noch mal ein Stückchen. Und dann aber dafür kann man die Taskleiste konfigurieren. Das funktioniert hier über das Startmenü und dann über den Punkt Einstellungen und Taskleiste. Da klickt man drauf und dann bekommt man ein Einstellungsfenster für die ganzen Eigenschaften von der Taskleiste. Ach was. Ja. Und jetzt kann ich hier automatisch im Hintergrund anwählen. Und jetzt pass auf, was mit der Taskleiste in diesem Vorschaufenster hier passiert. Achtung, sie verschwindet. Weg. Ja, jetzt bestätige ich das mit OK. Und jetzt ist auch hier die Taskleiste verschwunden. Ja, also in dem Vorschaufenster hat es gezeigt, wie später ausschaut. Und jetzt schaut es auch so aus. Das Problem ist bloß, da ist ja jetzt nichts mehr. Also kann ich die Taskleiste nicht mehr verwenden. Doch, wenn du genau hinschaust, dann siehst du am unteren Bildschirmrand einen kleinen grauen Strich. Und wenn ich da mit der Maus drauf fahre, dann erscheint die Taskleiste wieder. Ach. Sobald ich diesen Bereich verlasse, verschwindet sie wieder. Hm. Praktisch, nicht? Das ist gut, ja. Rauffahren, wupp. Da gab es noch andere Optionen. Was kann man da noch einstellen? Ja, jetzt da müssen wir wieder das Eigenschaftsfenster aufmachen. Dazu wählen wir die Taskleiste wieder an. Jetzt gibt es eine zweite Möglichkeit, das Eigenschaftsfenster zu öffnen, indem ich in einen leeren Bereich von der Taskleiste mit der rechten Maustaste klicke. Ah ja, die rechte Maustaste, ja. Dann kriege ich ein Kurzmenü, wähle Eigenschaften und schon habe ich wieder das Eigenschaftsfenster der Taskleiste. Ja, was kann man da jetzt noch einstellen? Jetzt wählen wir als erstes mal dieses automatisch im Hintergrund wieder ab. Die Taskleiste erscheint wieder im Vorschaufenster. Vorne, ja. Jetzt kann ich noch immer im Vordergrund abwählen. Pass auf, was jetzt mit dem Fenster hier passiert. Ja. Ach, jetzt ist das Fenster vor der Taskleiste. Genau. Das heißt, jetzt werden alle Fenster von Programmen vor der Taskleiste. Sehr richtig. Das war blöd.
Warum? Naja, weil dann komme ich ja nicht mehr in die Taskleiste ran, weil immer die Fenster im Weg sind. Dann muss ich hinter die Fenster und da komme ich nicht hin. Und ja, aber dann hast du die Möglichkeit, wie bei früheren Windows-Versionen, über die Alt-Tabulator-Taste zwischen den verschiedenen offenen Anwendungen bzw. Ordnern umzuschalten. Ach, Alt-Tab-Tab-Tab-Tab, genau. Das geht. Das ist ja gut. Machen wir die alte Einstellung. Da haben wir keinen Ärger mit den Fenstern, das finde ich gut. Genau. Übrigens, apropos Fenster, da fällt mir ein, ich muss jetzt dringend, da wir in diesem Büro kein gescheites Fenster haben, dringend für etwas Licht für unsere Pflanzen sorgen und unseren Photosynthesefluter aufhängen. Unseren was? Den Photosynthesefluter. Was soll das denn sein? Das ist ja auch egal. Sag mal, mit diesen Uhranzeigen hier kann ich wahrscheinlich an- und ausschalten, ob die Uhr hier dargestellt wird, richtig? Sehr genau. Halt doch mal bitte. Was? So. Und da ist er auch schon. Was? Das ist mal am Weg. Und sag mal, dieses kleine Symbole im Menü Startanzeigen, was ist denn das? Ja, damit kann man die Symbole im Startmenü eben verkleinert darstellen. Steck das doch bitte mal in die Steckdose, ja? In welche? Ach so, in die echte. Moment mal. Sag mal, aber ich würde jetzt wirklich gerne mal richtig mit diesem Windows 95 umgehen können. Was mich interessieren würde, diese Programmgruppengeschichte, ja? Ich meine, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Aber wo sind denn jetzt eigentlich meine Programme? Natürlich auch im Startmenü. Und da gibt es ein weiteres Menü, das heißt Programme. Moment, Startmenü, Programme. Ah, das sind ja auch meine Programmgruppen wieder. Ja, so, und jetzt kann ich hier, ach so, und jetzt gehe ich da drauf und kann jeweils das starten, was ich zum Beispiel jetzt starten möchte, also Word oder sowas. Genau, sehr richtig. Das ist ja praktisch. Ja. Mhm. Schieb das, das doch mal bitte ein bisschen zur Seite. Oh, ja. Was willst du eigentlich da oben? Naja, das ist irgendwie eigentlich ganz interessant. Das einzige Problem ist, muss ich mich denn da jetzt eigentlich immer dann irgendwie so, sag mal, hörst du mir zu? Ja. Muss ich mich denn da jetzt immer irgendwie so da durchhangeln durch diese... Nein, du kannst selbstverständlich jedes Programm in jede Menüebene hineinschieben. Ich hab dich nicht verstanden. Kannst du mal, was machst du? Was machst du denn da? Mein Teller, mein Kaffee. So. Ich hatte dich gerade nicht verstanden, Michael. Oh? Ich hatte dich nicht verstanden. Was? Ob ich mich immer durchhangeln muss, habe ich gefragt. Und ich habe deine Antwort nicht verstanden. Die ist irgendwie untergegangen. Nein, du kannst jedes Programm oder jede Datei oder jedes Objekt in eben jede Menüebene hineinschieben. Per Drag and Drop sozusagen. Das ist ja das Tolle an der Objektorientiertheit. Ja. Objekt. Was soll das eigentlich für ein Objekt werden, was du hier machst? Ja, ich habe doch gesagt, dass es hier nicht hell genug ist für unsere Pflanzen. Und deswegen will ich jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja? Apropos Licht ins Dunkel, was bitteschön ist Drag and Drop und wie funktioniert es, dass ich zum Beispiel mein Windward, mit dem ich immer arbeite, in der obersten Ebene habe? Dazu habe ich meinen ersten Filmbeitrag gemacht. Stell dir vor. Ja. Kannst du dir eigentlich mal angucken? Ja. Ja. Gib mir doch mal bitte einen Schraubenzieher. Ja? Schraubenzieher, ja. Natürlich. Warum nicht? So. Wie wär's mit einer Hilti oder sowas? Was? Wo ist denn der Film? Drüben auf dem Videorekorder. Aha. Mach nichts kaputt, ich warne dich. Windows 95 lässt sich konsequent nach der Drag-and-Drop-Methode bedienen und konfigurieren. Unter Drag and Drop versteht man das Anfassen eines Objekts mit der Maus und das Verschieben oder Kopieren an eine andere Position. Ein Beispiel dafür ist die Konfiguration des Startmenüs in der Taskleiste. Zeigen Sie mit dem Cursor auf Start, drücken Sie dann die rechte Maustaste und wählen Sie Öffnen. Jetzt erfolgt die Darstellung aller Befehle und Ordnergruppen des Startmenüs in Fenstern. Doppelklicken Sie auf das Symbol Programme und anschließend auf den Unterordner Zubehör. Zeigen Sie dort auf das Programm Rechner. Drücken Sie die linke Maustaste, halten Sie die Taste gedrückt und ziehen Sie zum Beispiel das Symbol in den Ordner Startmenü. Dort lassen Sie die Maustaste los. Das Programm Rechner ist jetzt verschoben und immer in der ersten Ebene des Startmenüs zu finden. Wenn Sie während des Ziehens mit der Maustaste zusätzlich die Steuerungstaste gedrückt halten, zeigt Ihnen ein kleines Pluszeichen am Mauszeiger an, dass das Programm nicht verschoben, sondern kopiert wird. Michael, könntest du bitte mit dem Krawall aufhören? Da kann sich ja überhaupt kein Mensch auf irgendwas konzentrieren, wenn du so... Michael! Ich bin gleich fertig! Ja, und wenn du fertig bist, könntest du auf freundliche Weise auch den Strom wieder anmachen, damit ich hier wieder mit dem Desktop arbeiten kann und ich möchte Notebook, die Batterie hält nicht mehr lange. Was hast du gesagt? Ich sagte, dass ich wieder Strom brauche, weil die Batterie von dem Notebook nicht mehr lange hält. Und außerdem hätte man dann wieder ein bisschen Licht, das wäre schön. Also, ja,
Ja. Mach ich sofort. Gut. Strom. Ah, nee. Strom. Marsch! Ja, das sieht gut aus. Jawohl, der Rechter läuft hoch. Aha. Michael? Ja? Michael, wo ist das Licht? Kommt ja schon. Wo? Hier. Was? Ach Quatsch, ich rede von dem da oben. Wo sind die Lichter? Ich ja, mein... hier. Wieso ist doch kein Licht? Doch, das ist der Ringverteiler für unsere Photosyntheseflutter, ja? Ich mache erstmal das Arbeitslicht an und zack. Ja, sehr schön. Das soll das normale Bürolicht sein, Michael? Ja. Also pass mal auf. Wir hatten deutlich besseres Licht schon, ja, vorher. Und ich meine, jetzt ist es hier ungefähr so hell, ja, wie in so einer Hafenspelunke. Das liegt aber einfach daran, weil ich ein paar von den alten Arbeitslampen abklemmen musste, um die Photosyntheseflutter anzuklemmen, nicht? Wie erkläre ich denn das der Haustechnik? So. Du kannst doch nicht einfach hier Lampen abschrauben. Stellen wir die Photosyntheseflutter auf volle Leistung und... Was für ein Ding? Oh, ha. Oh, Michael, bist du wahnsinnig? Das ist ja viel zu hell hier. Findest du? Ja. Ja, für mich schon. Ich bin ja völlig ungeschützt hier. Man kann auf dem Monitor nichts mehr erkennen. Es blendet alles. Ja. Das ist für den Monitor. Ja. Was? Für den Ach so. Und das hier, das ist für dich. Ja. Schutzfaktor 20 wird wohl reichen. Ja. Schutzfaktor 20. Was machen diese Lampen? Ja, Licht. Schön, nicht? Michael. Okay, es ist jetzt egal. Pass auf, ich muss noch ein paar Drehbücher machen. Ich würde jetzt gerne mit Windows 95 umgehen. Also dementsprechend würde ich jetzt gerne da ein bisschen was tun, ja? Ja, ich lasse dich jetzt einfach weiterarbeiten und hänge die restlichen Photosyntheseflutter auf, ja? Die noch mehr von diesem Stadion... Hahaha, halt, noch mehr davon? Ja, natürlich. Warum? Ich meine, die müssen rundrum rumhängen, damit die Pflanzen schön gerade wachsen. Wenn das Licht nur von einer Seite kommt, wachsen die Pflanzen schief. Sieht man an jeder Sonne, nicht? Michael, ich finde, es reicht. Ja. So, und deshalb erklär mir lieber ein paar Sachen hier. Na das finde ich viel wichtiger. Beispielsweise, du hast vorhin doch gesagt, mit Drag und Drop kann man etwas in das Startmenü legen, zum Beispiel WinWord, mit dem ich immer arbeiten will. Es gibt aber auch noch andere Methoden. Ja, aber die sind viel umständlicher. Das funktioniert ungefähr so wie früher unter dem alten Programmmanager von Windows 3.1 oder 3.11, also mit Durchsuchen und durch diese ganzen... Ach so, wo man da durch muss, bis man dann... Also ich würde dir einfach die Drag-and-Drop-Methode empfehlen, ja. Ja. Gut, ich hänge jetzt mal die restlichen Flutter auf. Dann zeig mir die doch nochmal, lieber Michael. Ja, gerne. Was mache ich jetzt also? Ich möchte WinWord im Startverzeichnis haben. Ja, da klickst du einfach auf das Programmsymbol von WinWord und ziehst es auf den Startknopf. Wo ist das Programmsymbol? Ja, im Ordner WinWord natürlich. Und den Ordner WinWord findest du wahrscheinlich unter Microsoft Office. Hier? Ja. Da ist WinWord. Und jetzt das Programmsymbol anklicken. Anklicken, festhalten. Und, ja genau, runter auf den Startknopf ziehen. Und dann? Loslassen. Loslassen. Und jetzt? Ja, jetzt mach doch mal das Startmenü auf. Oh, klasse, da ist WinWord. Ja, und jetzt gut, einmal draufklicken und es ist da und... Und dann wird es gestartet. Super. Und ich gehe jetzt die restlichen Flutter aufhängen. Michael, nein. Da, ich habe noch... hier. Hä? Das sieht anders aus. Mein WinWord sah anders aus. Warum sieht das jetzt so aus? Die Symbole da oben sind ganz anders. Dein WinWord sieht zwar anders aus, aber es ist noch genau dasselbe. Ja, nur die Oberfläche ist jetzt an den Windows 95 Look angepasst. Oder an das Outfit, wie man heutzutage auch sagt. An das Outfit. Ja. Mhm. Aber es funktioniert noch wie früher. Alles noch wie früher, du kannst getrost damit arbeiten. Gut, dann kann ich jetzt hier eine Datei öffnen. Nein, hilf mir doch. Wo zum Beispiel sind jetzt meine Dateien? Ja, im Ordner Drehbücher natürlich. Und wo ist der? Der Ordner Drehbücher ist wiederum im Ordner Windows. Denn der Ordner Drehbücher wurde ja auf die Desktop-Oberfläche von Windows abgelegt. Ja. Und diese wiederum findest du jetzt im Ordner Windows. Ja. Und dann im Ordner Desktop. Aha. Und dann findest du den Ordner Drehbücher. Gut, nicht? Jetzt kann ich aber endlich... Michael. Was denn jetzt? Die Drehbuchdatei ist kaputt. Ich meine, das Objekt Drehbücher ist kaputt. Doch, guck mal, naja. Drehbü, dann kommt so eine Welle und dann kommt eins und dieses... Ganz ruhig bleiben. Jetzt stoßen wir auf dieses klitzekleine Problemchen, dass Word für Word 6 noch für Windows 3.1 geschrieben worden ist und diese langen Dateinamen von Windows 95 noch nicht verarbeiten kann. Ich denke, es passt sich an den Look und Feel von Windows 95 an. Ja, daran schon, aber nicht an diese langen Dateinamen. Aha. Ja, und Drehbücher ist ja ein längerer Dateiname, also hat mehr als 8 Zeichen. Deswegen wird nach dem 6. Zeichen abgeschnitten, so eine komische Welle dran gesetzt, auch Tilde genannt, und dann noch eine Ziffer hinten dran. Das passiert automatisch von Windows 95, dass es diese kompatiblen DOS-Namen vergibt. Ja? Das heißt, unter diesem Drehbü 1 findest du jetzt deine ganzen Drehbücher. Gut, dann kann ich jetzt da draufklicken, dann ist da alles, dann sind die, Na, und jetzt kann wunderbar. Ich einfach draufklicken und sagen, jetzt okay, und der drauf. Ruft die auf. Genau, ja.
Wunderbar. Du kannst übrigens auch nach wie vor noch direkt aus dem Ordner Drehbücher eine Datei aufrufen. Hier, ja? Drehbücher zum Beispiel? Ja, genau. Und jetzt nehme ich zum Beispiel hier die da, Kids genau. Neu 2. Ja. Ah ja. Naja, gut, okay, das konnte ich ja vorher in Windows 3.11 auch schon, das ist ja nichts Neues. Aber du kannst jetzt noch im, klick jetzt nochmal auf Start, ja? Ja. Und dann findest du noch einen Menüpunkt, der da heißt Dokumente. Dokumente, ja. Ja. Oh, da ist ja das Kids neu. Das, was ich gerade aufgerufen habe, ist jetzt da drin. Als genau, da das jetzt das erste Dokument ist, haben wir jetzt nur eins drin. Ja. Aber hier merkt er sich alle Dokumente, die du zuletzt bearbeitet hast, unabhängig davon, von welchem Programm, also von WinWord oder Excel oder... Und wenn ich jetzt zum Beispiel WinWord hier schließe und dann hier auf dieses Startsymbol gehe, auf Dokumente und dann das aufrufe, dann startet der WinWord und das Dokument. Genau. Super. Ist doch gut, ne? Das ist toll. Ja. Das gefällt mir gut. Da passen ungefähr 15 rein. Und wenn die voll sind? Wenn die voll sind, dann wird das Älteste wieder rausgeschmissen, damit das Neueste Platz hat. Ah, oh, ja. Rausgeschmissen. Ich muss mein Drehbuch fertig machen, sonst könnte ich vielleicht... Ja, da kann ich endlich die restlichen Fotos in Theseflute aufhängen. Michael, ich habe noch eine Frage. Ja? Was macht diese Lampe hier? Die ist für dieses spezielle Pflänzchen. Habe ich extra für dich ausgesucht. Und wo genau soll diese Pflanze hin? Ja, hier natürlich. Direkt zu dir. Aha. Schön, nicht? Ich habe sie Chris Antheme getauft. Aha. Ja. Aber Michael, das ist doch kein Balkon von einem Bauernhaus, wo Pflanzen draufstehen. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen deplatziert hier, oder? Freust du dich nicht? Doch, natürlich. Ich finde es wunderschön. Ich hab's gleich gewusst. Im Prinzip. Gut, ja. Dann kann ich ja jetzt mich um die restlichen Sauerstofflieferanten kümmern. Was heißt kümmern? Gießen oder Lampen aufhängen? Lampen aufhängen. Michael, bleib da. Ich hab da noch eine Frage. Komm mal her. Pass auf. Ja? DOS ist noch wichtig. DOS? DOS auf Windows 95. Weil, setz dich doch. Auf meinen Spezialprogrammen. Die laufen ja nicht einfach so unter Windows 95. Und da müsste ich ein bisschen was zu DOS wissen. Und das wäre doch jetzt mal an der Zeit für eine grundlegende Erklärung. Hast du denn nicht gesehen, dass ich dir in dein Körbchen schon ein paar Artikel gelegt habe, die ich extra ausgeschnitten habe aus den aktuellen Zeitschriften? Artikel? Ja. Da geht es aber nicht um DOS und Windows 95. Schau mal, das sind alles wichtige Sachen für dich. Aber hier, na hier, das ist der Artikel über Windows 95, DOS und die Startoptionen. Michael? Ja? Wo sind denn die Computerzeitschriften, die normalerweise an solchen Artikeln dranhängen? Im Altpapier. Die aktuellen Computerzeitschriften? Ja, da war nichts weiter Wichtiges drin. Das Wichtigste habe ich dir ja ausgeschnitten. Und jetzt? Jetzt liest du das und ich arbeite weiter. Den DOS-Modus von Windows 95 können Sie auf drei verschiedene Arten aufrufen. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, aus Windows 95 heraus über das Startmenü und den Ordner Programme ein DOS-Fenster zu starten. Wollen Sie DOS pur ohne die Windows-Oberfläche haben, beenden Sie Windows und wählen die Option Computer im MS-DOS-Modus starten. Wenn Sie Ihren Computer sowieso gerade einschalten, haben Sie eine elegantere Möglichkeit. Sobald die Meldung Windows 95 wird geladen erscheint, können Sie die Taste F8 drücken, um ein Startmenü mit verschiedenen Optionen zu erhalten. Mit der Auswahl 6 wählen Sie den MS-DOS-Modus von Windows 95 unter Berücksichtigung Ihrer Startdateien Config.sys und AutoExecBat. Der Windows 95-PC verhält sich jetzt wie ein DOS-Rechner. Option 7, abgesichert, nur Eingabeaufforderung, startet ebenfalls den DOS-Modus, verwendet aber Windows-eigene Startdateien mit einer Minimalkonfiguration. Gerätetreiber für Soundkarten oder CD-ROM-Laufwerke werden ignoriert. Sie beenden den DOS-Modus und kehren zu Windows zurück, indem Sie am DOS-Prompt Win oder Exit eingeben und die Return-Taste drücken. Die ersten 5 Optionen im Startmenü sind für Windows 95. Mit der Auswahl 1 wird Windows im Standardmodus gestartet, so als hätten Sie dieses Menü nie aufgerufen. Auswahl 2 startet Windows ebenfalls wie gewohnt, legt aber im Windows-Ordner eine Protokolldatei namens Bootlog-Text an, anhand deren Einträge Fachleute eventuelle Fehler beim Programmstart erkennen und beheben können. Die Option 3 sollten Sie nur wählen, wenn Windows 95 überhaupt nicht startet. In diesem abgesicherten Modus läuft Windows immer. Allerdings müssen Sie auf viele Funktionen und die Netzwerkunterstützung verzichten. Auswahl 4 startet Windows ebenfalls im abgesicherten Modus, lädt aber zusätzlich die Netzwerktreiber. Die Option 5
ermöglicht die Einzelbestätigung aller Einträge der Startdateien für Windows 95. Michael, was ist denn passiert? Mensch, komm hierher, setz dich doch. Och, Michael, jedes Kind weiß doch, dass wenn man an Lampen rummacht, dass man dann die Sicherung rausdreht, wirklich. Jetzt gib doch mal das her, mit Metall. Aber also nein. Du hast gesagt, du willst weiter arbeiten können. Ja, Michael, schon, aber naja, gut. Pass auf, weil wir gerade beim Arbeiten sind. Du kannst mir bestimmt noch ein paar Sachen erklären zu Windows 95, gell? Ja. Das tut dir bestimmt auch gut, wenn du jetzt ein bisschen ruhig hier sitzt und dich ausruhst. Zum Beispiel habe ich das Problem, dass ich hier... Michael, jetzt guck doch mal. Ich habe das Problem, dass ich hier die Sachen nicht so gut erkennen kann. Ja. Das ist alles ich so voll da. Nicht. Und jetzt kann ich... Ja, bei dir liegt es aber an dem Stromschlag, ja? Guck mal, bei mir liegt es daran, dass ich kann hier mit den Bildlaufleisten durch, das weiß ich schon. Aber das kannte ich ja früher auch schon. Aber was mich jetzt interessiert ist, kann man es nicht anders darstellen, so ein bisschen besser? Ja, das geht über... Ansicht. Aha, wie? Na, fass die Maus besser nicht an, du machst sie wirklich kaputt. Also Ansicht und dann? Zum Beispiel kleine Symbole. Mhm. Oder Liste. Moment, Ansicht, Liste. Ja. Oder Details. Oder Ansicht, Details. Ach, diese Detailansicht, die kenne ich. Das war ja, ist so wie früher, weißt du, wo man immer sieht, wie groß ist die Datei, wann ist die gespeichert. Ja, genau, wie bei dem alten Windows. Ja, genau, ja. Kann man die dann auch irgendwie so, dass die so ein bisschen geordneter ist als jetzt? Ja, du kannst das auch wieder über Ansicht, ja. Symbole anordnen machen. Moment, Ansicht, Symbole anordnen, ja. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Nach Name, nach Typ, nach Größe, nach Datum. Also ein bisschen, ich meine, da muss ich immer in dieses Menü. Schneller geht es allerdings oben über die Spaltenbeschriftungen. Ach, die da? Ja, genau. Die sind wie so ein Druckknopf, oder was? Wenn du da draufklickst und wenn du jetzt nochmal draufklickst, dann ist es aufsteigend sortiert und nochmal draufklicken, dann ist es absteigend sortiert. Und das geht auch bei Größe. Ah ja, ja, genau. Das ist ja toll. Ja. Mhm. Und das hier kann ich dann wieder über die großen Symbole. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist doch schön, nicht? Und damit überhaupt diese Symbole, wofür stehen die eigentlich? Ja, also hier zum Beispiel Ägypten, siehst du? Du kannst daran immer erkennen, zu welchem Programm das gehört. Das ist immer das Programmsymbol, was da angezeigt wird Ägypten bei Dokumenten. Ist also von Malprogramm. Und das Malprogramm? Genau, von Paint, ja. Ah ja. Und dieses hier zum Beispiel mit dem Rollstuhl, das ist dann Programm selber oder sowas. Oder DriveSpace hier. Genau, oder? Genau. Bei Word-Dokumenten wird ja immer dann das Word-Symbol angezeigt. Das ist gut. Weißt du, was ein bisschen blöde ist? Diese ganzen Fenster hier, das sind so, guck mal, wenn man jetzt da nochmal was aufmacht und da nochmal, dann werden das so viele. Kann man da nicht irgendwie, dass die automatisch angeordnet werden? Ja, das kannst du über Ansicht Optionen einstellen. Moment, warte mal, mach ich die erstmal wieder zu hier. Optionen? Ja, genau. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit, alle Ordner in demselben Fenster anzeigen. Hier unten, Klick. Ja. So, und jetzt sage ich okay. Und genau. Was passiert jetzt? Wenn du jetzt ein anderes Fenster anwählst, siehst du, dann bleibt das alles im selben Fenster. Ach, dann ist dahinter keines mehr, sondern... Nein, das wird immer im selben Fenster angezeigt. Ach, das ist ja toll. Ne? Mhm. Ja. Sehr schön. Du kannst übrigens auch noch... Ja. Mach doch nochmal so ein Fenster auf. Jetzt über Ansicht, da gibt es noch den Punkt als erstes Symbolleiste. Symbolleiste, ja. Da kriegst du alle Sachen, die wir jetzt gemacht haben, im Prinzip als Symbolleiste dargestellt. Und dann ist das nämlich viel schneller aufzurufen. Dann kann ich hier, genau. Das heißt, hier kann ich jetzt die kleinen Symbole machen, die Liste. Genau, wie du siehst, wird da auch mal so ein kleiner Hilfetext eingeblendet, was sich hinter dem Symbol verbirgt. Ne? Ja. Übrigens, apropos Hilfe, ich glaube, ich muss meiner Lampe jetzt erstmal helfen, damit die wieder funktioniert, nicht? Noch mehr? Ach, Michael, dir geht's doch noch nicht so gut. Bleib doch noch ein bisschen wieder. Doch, das wird schon wieder. Ja, bei der Arbeit denke ich dann auch nicht so an den Schmerz, nicht? Ja, Michael, du musst ja doch ein bisschen helfen. Ich bin noch nicht so weit. Lass doch mal diese Lampen. Michael. Hä? Michael, hilf Siehst du? Mir doch mal. Ich hab's gewusst. Wackelkontakt. Ja, siehst du? Aber könntest du mir nicht lieber hier helfen, anstatt diesen Pflanzen? Nee, ich muss das jetzt fertig machen. Ich habe dir ja gesagt, die Pflanzen brauchen Licht. Ja? Also Michael, ich fühle mich jetzt ein bisschen alleingelassen von dir. Oh, Christian, das darfst du nicht sagen. Doch, das muss ich sagen. So geht's mir nämlich. Ja? Dann kann ich nicht Nein sagen. Genau, und deshalb musst du mir jetzt noch was erklären. Pass auf. Ich habe doch jetzt diese Option eingestellt, dass immer alles in einem Fenster erscheint. Das ist sehr schön, weil dann habe ich nicht mehr so viele Fenster auf dem Bildschirm. Es ist aber auch sehr schlecht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier eins aufmache, ein Fenster, und dann noch eins aufmache und immer weiter, dann hat das den Nachteil, dass ich nicht mehr zurückkomme, weil dahinter liegen ja jetzt keine mehr. Also wie komme ich da wieder ran? Wenn ich auf X klicke, gehen sie alle zu. Du willst wissen, wie du in den
übergeordneten Ordner kommst. Na bitte, wenn du so einfach ausdrücken willst, ja. Dafür gibt es ein Symbol in der Symbolleiste. Aha. Auf diesem Symbol ist ein Ordner aufgemalt, auf dem wiederum ein nach oben abknickender Pfeil aufgemalt ist. Das sehe ich. Das steht, wenn man da draufklickt, dann steht übergeordneter Ordner. Meinst genau. du das? Ja, da klickst du drauf und schon bist du im übergeordneten Ordner. Super, und so komme ich immer wieder zurück. Das geht aber nur, wenn die Symbolleiste da ist, ne? Ja, richtig. Ja, klasse. Aha, also ich klicke da rein. Herein. Erwartest du jemanden? Was ist das denn? Das sind die bestellten Lampen. Sehr schön, sehr Moment, Moment, Lampen, solche Lampen, also Flutlampen? Ja, ja, natürlich, was? Natürlich. Ja, ja, oh ja, nee, nicht noch mehr. Ha! Das brennt. Oh, ja. Meine Nase brennt. Du hättest dich mit der Sonnencreme einreiben sollen. Wofür habe ich sie dir denn mitgebracht? Wieso soll ich mich mit Sonnencreme einreiben? Ich bin hier im Büro, ja, und nicht draußen an der Sonne. Christian, jedes Kind weiß, dass man von diesen Photosyntheseflutern Sonnenbrand bekommt. Was? Das wird dir der Fachmann sicherlich bestätigen. Ja. Das ist nicht euer Ernst. Meine Güte, sagt sowas doch früher. Und jetzt hast du noch mehr von diesen blöden Dingern bestellt? Nichts gibt's aus. Das ist, kommt überhaupt nicht in die Frage. Nehmen Sie das Zeug mit, brauchen wir alles. Nein, die bleiben alle hier. Ich meine, die bleiben nicht hier, weil die sind gar nicht für hier. Sondern? Für zu Hause. Na gut, was du mit deiner Freizeit machst, ist mir egal. Ja, also sie bleiben hier. Ja, haben Sie die anderen Sachen? Ja, sicher, hol ich. Rein damit, ja. Ja. Was für andere Sachen? Nichts Besonderes, nur so ein paar... Ja, was kommen Sie rein. Denn? Ja, noch ein bisschen. Ja, schön, sehr schön, sehr schön. Gut, und stopp, ja. Michael? Sehr schön, genau so habe ich es mir vorgestellt. Vielen Dank. Bitteschön. Ja. Danke, ja. Michael. Christian? Sind die auch für zu Hause? Ja, selbstverständlich. Dann habe ich einen guten Vortrag für dich. Ja. Die und 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 all diese Pflanzen, die kannst du auch mitnehmen. Christian, ich weiß nicht, ob die alle in deine Wohnung passen. Natürlich. Wieso in meine Wohnung? Ja, ich habe die extra für dich besorgt. Für mich zu Hause? Ja. Ich brauche keine Pflanzen und ich habe auch gar nicht genug Fenster für all das Zeug. Oh nein. Oh dafür nein. Nein. Sehr richtig. Nein. Ich habe an alles gedacht. Michael, nicht. Schau. Kabel sind da. Nein. Photosyntheseflutter sind da. Ein Schraubenzieher nein. ist da. Da unten ist sogar noch eine Familienpackung Sonnencreme. Und hier das Beste. Ich habe einen zweiten Ringverteiler aufgetragen. Nein! Ich habe gewusst, dass du dich freust. Und weißt du, was das Allerallerbeste ist? Was? Ich habe heute Abend Zeit, das alles bei dir zu installieren.